Halli und hallo, liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies mit Mese Maxi. Ihr seht, ich bin wieder in unserer Base und hier läuft alles, naja, nicht ganz frei, aber hier läuft alles frei, so ziemlich frei herum. Ich habe auch Diego auf Wandern gestellt, die sichern praktisch unsere Basis, indem sie hier so ein bisschen Wache stehen, Wache laufen, wie auch immer man das nennen mag. Gut, die Carbonemis, ob die jetzt unbedingt Wache steht, weiß ich auch nicht. Die kriegt erstmal ein bisschen Energie, damit sie nicht gleich sollte irgendwo was auftauchen, umkippt. Und außerdem sieht dann das Level gleich viel besser aus, finde ich. Sehr schön. Was ich diese Folge machen will, ich will unten am Wasser weitermachen. Und dafür brauche ich natürlich auch Ressourcen. Allerdings habe ich mir überlegt, gleich eine Cliff-Plattform zu machen. Weil es kann natürlich sein, dass sie dort unten am Stein auch hält. Allerdings brauchen wir dafür 250 Smithing Paste, 800 Fungelwood und 1200 Stein. Das ist durchaus ein bisschen viel. Aber wir schauen mal, was sich da machen lässt. Ich würde halt auch gern mir einen Hai oder etwas ähnliches zähmen wollen. Beziehungsweise ja, ein Hai. Weiß nicht, ob es da noch was ähnlicheres gibt. Gute Frage, nächste Frage, aber ich glaube eher nicht. Deshalb habe ich mir meine Pfeile mitgenommen. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht noch die restlichen einfach mitnehme. Wäre vielleicht nicht ganz verkehrt, je nachdem welches Level der dann werden wird. Und ich habe endlich den Sattel für den Ichthyosaurus mit. Der würde sich freuen, wenn wir jetzt endlich mal hier losschwimmen können. Und hier sind ganz viele noch in der Bucht. Wäre natürlich schon schön, einen stärkeren zu haben. Aber man könnte ja auch ein Pärchen draus machen und da wäre es ja nicht schlimm, wenn ich mir noch einen zähme. So, du kannst auf jeden Fall hier bleiben und ich springe jetzt mal direkt hier rein zum Ichti. Da packe ich den Sattel drauf, noch ein bisschen Movement Speed und dann gehen wir mal raus in die weite Welt, weite Unterwasserwelt. Von Shigo Island. Fleisch hat er noch dabei. Es wäre natürlich sehr praktisch, wenn wir uns einen Hai, soweit er hier ist, yo, mit herlocken könnten. Das ist natürlich auch krass. Ich glaube, der ist gezähmt. Der, ja, der scheint gezähmt zu sein. Und ich muss mal oben an die Oberfläche. Sonst ertrinke ich noch, ja. Genau, da macht was Schaden an dem. Das ist natürlich äußerst ungünstig. Wie viele... Was hat der denn an sich dran? Ach, das ist dieser Basilosaurus. Jo. Ach, Haie. Hi auch. Euch wollte ich doch. Jetzt muss ich nur den richtigen Weg finden. Level 60, der 180er wäre vielleicht eine Idee. Jetzt nur kurz über Wasser da. Ja, der 180er, der kommt auch noch. Das ist sehr gut. Ich könnte sogar... Ja, ich kann von hier schießen. Das ist natürlich super. Aber... Der ist mir eigentlich... ein bisschen zu schwach. Fast. Ist da meine Base? Da. Das heißt, ich werde ihn vielleicht... lieber so ein bisschen abschießen.
Ja, chill, chill, chill. Das ist halt echt ungewohnt. Wenn man hier auf dem Delfin ist und schießt. Ah. Ja, das ist total ungewohnt. Aber ich mache immerhin gut Schaden. Ja, genau. Kommt ruhig erstmal alle. Ich will doch nur die Armbrust wegpacken. Okay, es reicht. Vom Delfin aus kriege ich das nicht hin. Der ist mir da zu. Weiß auch nicht. Nervös? Nee, nervös nicht. Ja. Falsche Seite. Eindeutig. So, denn der Petri hat noch normale Pfeile drin, die ich wohl brauchen werde. Außer ich schaffe es mit dem Schwert, da bin ich mir aber gar nicht mal so sicher, dass ich mit meinem Schwert viel gegen so einen Hai ausrichten kann. Das war dann wohl so ein Ichti, der uns gefolgt ist. Ah, jetzt. Ja, Fleisch ist wichtig. So. Ist der Hai noch irgendwo? Hat er keinen Bock mehr? Hm. Scheint jetzt eher nicht so der Fall, ne? Davon ist einer. Der verschwindet gerade. Aber unser Hai, der hat sich verkrümelt. Okay. Dann locken wir halt einen anderen Hai an. Das ist auch okay. Ich freue mich übrigens, wenn ich irgendwann dann Scuba Gear lernen kann und bauen. Denn dann muss ich nicht mehr auf die Sauerstoffanzeige achten. Das ist doch durchaus nervig. So. Welcher Hai bist du? Du bist der. Gut. Wir können einfach mal in die Richtung schwimmen. Da ist wieder so ein Thusotoitus. Und da ist immer noch der, der von vielen angegriffen wird. Vielleicht kann ich da einen Hai weglocken. Das wäre ja durchaus hilfreich. Gerade für die anderen. Also für den Thusotoitus. 100, das ist auch ein gezähmter, okay. Du bist 360, dich will ich haben. Also wenn der dort am Fressen bleibt, wäre das okay. Denn dann könnte ich immer schön weiter so drauf schießen. Das wäre ganz gut. Und dann bekommt er halt Torpor, ohne dass er es mitbekommt. Weiß nicht wie viel, na gut, es geht eigentlich. Da hätten wahrscheinlich die 49 Pfeile auch gereicht, die ich hatte. So. Jetzt nochmal hoch. Luft schnappen. Und weiter geht's. Bist du das noch? Wo ist der? Ja. Du bist es noch. Und dann muss ich zusehen, dass ich die anderen vielleicht sogar töten kann. Ich meine, es sind nur zwei und so ein heftig hohes Level haben die nicht. Okay, der will jetzt weg. Nichts da. Oh, nö. Auftauchen. Hä? Bitte? Der ist genau vor mir. Wie viel hat er noch?
Dann wirst du gleich liegen. Sehr gut. Das ist sogar in einer ganz guten Position. Beziehungsweise halt sehr schön am Rand. Ja. Und da haben wir ihn. Da haben wir ihn betäubt. Und müssen nicht mal die anderen töten. Denn er ist ja gut weit weggeschwommen. So, jetzt muss ich mir nur eben das Fleisch von Petri ziehen. Dankeschön. Den Rest kann ich dann selbst machen. Da schwebt unser neuer Freund. Wupp. Okay. Das bekommst du. Verdammt. Das andere ist noch in die. So. So. Und jetzt kann er erstmal kurz fressen. Ich tauche mal auf. Wird es etwa dunkel? Ach Mann. Dann machen wir es uns mal hell. Denn gerade unter Wasser ist es schon Mist. Sehr schön. Das läuft ja. Das läuft teilweise besser als mit den Landtieren. Hat er noch Hunger? Ja, er hat noch genug Hunger. Dann sollte ja ein Opiat auch ausreichen. Um hier den Megalodon zu zähmen, Leute. Ist das nicht eine tolle Sache? Wir werden immer besser. Jetzt sogar im Wasser. Das heißt allerdings auch, wir müssen dann wirklich mal anfangen, unsere Base, also beziehungsweise da, wo ich die einsperre in das Gehege, das ein bisschen größer zu machen. Denn wenn da jetzt noch ein Hai mit reinkommt, wird es vielleicht doch etwas eng. So, komm schon, lieber Hai. Okay, es ist ein weiblicher Hai. Schmeiß doch einfach mal Namen raus für einen weiblichen Hai und für einen weiblichen Ichti. Ob die ein gutes Team werden, wer weiß. Ich benenne die beiden jetzt mal noch nicht. Schmeiß einfach mal was in die Kommentare. Und dann werde ich mir was raussuchen. Das sah ja gerade cool aus, aber ja, so. Seht ihr das? Besteht aus drei Farben. Rot, Grün und Blau. Das sieht echt cool aus. Gehen wir das hier auch hin? Ja. Sehr cool. So, wie wär's denn? Mr. Hai. Frau Hai, Entschuldigung. Hast du noch Hunger? Ah, weil er keinen Hunger mehr so groß hat. Aber noch ein Opiat wäre Verschwendung. Okay, dann dauert es eben noch eine Sekunde länger. Das ist nichts dagegen, wie lange es normal dauern würde. Von daher macht es überhaupt nichts. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, lieber Hai. Und dann schwimmen wir zusammen zurück in die Base. Ich kann ja mal schauen. Mache ich mit meinem Ichti überhaupt Schaden? Ja, Tatsache, 20. Ich will ja nur, dass die von dem ablassen. Das Problem ist halt, dass sie sich nicht verteidigen. Es wäre halt noch sehr gut. Ah, ja, du bist fertig, komm. Dann werde ich mal den Megalodon-Sattel machen. Wenn wir jetzt gleich in der Base sind. Erstmal orientieren, wo die überhaupt ist. Der Hai kommt gut hinterher. Und dann kann ich dort vielleicht eher helfen. Ah, nicht doch. Lass mich doch hier raus. Oh Mann. Kommst du vielleicht mit mir rein? Nein. Also doch, das Tor auf manuell. Das ist halt das Doofe, dass sie dann so schnell zugehen, durchkommen müssen. Ah, der kommt nicht durch das Tor, ist das da ernst? Oh mein Gott.
Wo kommt der denn jetzt her? Ah, verdammt. Mist. Schießt du überhaupt? Ach, das ist meiner. Oder? Ja. Ja. Sehr gut. Okay, also der kommt nicht durch das Tor. Das ist natürlich durchaus ungünstig. Das bekommst du mal eben rein. Muss ich das Tor wohl mal kurz wegnehmen, hä? So, kommst du jetzt rein? Ja. Ich sag ja, wir müssen größer bauen, damit der Hai hier überhaupt gut reinpasst. Komme ich jetzt hier überhaupt wieder raus? Sieht schlecht aus. Hier unten durch vielleicht. Auch, hallo, ich kann ja wohl an dem Hai vorbeischwimmen. Was ist denn das für eine dumme Animation, dass ich an dem Hai hier nicht vorbeikomme? Hier passt ja locker ein Mensch durch. Also bitte. Leute. Ach Mensch, so, jetzt ist Tor erstmal wieder rein. Kannst du vielleicht einfach mal so snappen, wie du vorher gesnappt warst? Das war jetzt nicht schwer. Vor allem, weil die Dinger noch da stehen. Also ohne Mist, ich habe zwar in den letzten paar Folgen das Bauen hier gelobt, aber das ist doch schon wieder dumm. Das war genau so vorhin drin. Und jetzt will das nicht so snappen, oder was? Eieiei. Hallo, geht doch. Da habe ich extra Foundations drin, ne? So, was war hier jetzt noch drin? Pfeile. Pfeile sind gut und der Zahn auch. Der Rest kann da bleiben. Ich bin schon wieder auf der falschen Seite hoch. Okay, das heißt, wir müssen jetzt wirklich hier ein bisschen größer machen. Nützt ja alles nichts. Sonst passt hier unser Hai bald nicht mehr mit rein. Moment. Raw Matten, das hätte ich gern wieder, wenn du da noch was übrig gelassen hast, aber eigentlich schon. Sehr gut. Das Problem ist, wir haben davon gar nicht mehr so viel. Wir müssten bald mal wieder ein Schaf finden. Sonst wird das mit dem Fleischfresser ziemlich schwieriger werden. So, hier ist es einfach nur ultra hell, dass ich das Gamma so hoch habe. Aber das macht ja nichts. Vielleicht noch dort hinten das Grüne. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar weg ist, bis wir dort ankommen. Meistens verschwindet es ja in der Sekunde, wo wir landen. Und außerdem ist es ganz schön weit weg. Das heißt, ich werde hier jetzt in meine Base. Es wird hier immer voller irgendwie, die Senke. Keine Ahnung warum, aber. So, wie sieht's denn bei euch aus, Kinders? Ja, sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. So. Einmal setzen. Das Raw Mutton nehme ich wieder mit. Okay, bekommst du am besten wieder ins Inventar. Gut, allzu viel Steine haben wir jetzt nicht. Ich meine, Holz müssen wir wenigstens nicht sammeln. Und Fetch definitiv auch nicht. Erstmal. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Steine, die wir sammeln müssen, um dann Fans Foundations unseren Spaß zu machen. Und die Steine habe ich ja hier am Berg ganz gut farmen können. Denn da waren ja eigentlich so ziemlich nur Steine. Und da sollte ich doch einfach mal vorbeischauen. Jep. Wenn jetzt hier nichts anderes Gefährliches rumrennt, dann sollte das funktionieren. Ich glaube, das da oben ist ein Rentier, ein weibliches. Da dürfte nichts passieren. Sehr gut. Ah nein, das ist ein Wolf. Ein Wolf.
Das ist ja toll. Hier gibt es also auch Wölfe bei uns. Okay, das ist sehr schön. Dann weiß ich, was wir hier auch noch zähmen können. Ich mag Wölfe. Muss halt mal schauen, ob es dafür hier vielleicht auch einen extra Sattel gibt. Denn sonst sind die halt immer so schnell angreifbar. Da sie überhaupt keinen Schutz haben und verlieren relativ schnell ihr Leben. Das wäre halt eigentlich praktisch, wenn man da auch einen Sattel hat. Ich finde es eigentlich gut, dass es auch Tiere gibt, wo man jetzt nicht unbedingt einen Sattel braucht. Ob das beim Wolf so realistisch ist, dass der ohne Sattel geritten werden kann, ist fraglich. Aber zum Beispiel auch das Pferd. Pferde kann man ja durchaus ohne Sattel reiten. Aber ich finde es halt dann auch gut, dass jetzt im Nachhinein die Sättel trotzdem noch gelernt werden können, dass man wenigstens etwas Schutz hat vor Angriffen. Das fände ich gut, dass das im Nachhinein noch mit angepasst wurde. So, sehr schön. Und da sind wir. Ich würde mal sagen, mit dem Basebau hier beginnen wir einfach nächste Folge. Euch danke ich erstmal fürs Zuschauen. Da sind jetzt unsere beiden Wasserdinos, mit denen wir hier alles verändern wollen. Schauen wir mal, ob uns das gelingt. Also, vielen Dank nochmal und ja, bis morgen, 18 Uhr. Macht's gut und tschüss.